Herr Botschafter, was bedeutet die Fußball-Weltmeisterschaft für Südafrika, wenn man darüber nachdenkt, was davon übrig bleibt für das Land? Ja, für Südafrika bedeutet natürlich WM vor allen Dingen einen unheimlich großen Imagegewinn. Südafrika steht ja im Rampenlicht nicht mehr der internationalen Medien und Südafrika kann zeigen, dass diese vielen eingefleischten Vorurteile und Stereotypen, die es leider auch in Europa und auch leider auch in Deutschland hin und wieder immer noch gibt, eben nicht zutreffen. Südafrika ist ein junges, dynamisches Land, ein Schwellenland, das sich aufmacht in den Wegen des 21. Jahrhunderts, das dabei ist, die Hypothek der Apartheid abzubauen, das dabei ist, zu zeigen, nicht wahr, dass ein Schwellenland sich auf die Zukunft ausrichten kann. Die WM hat zum Beispiel dazu geführt, dass das Land einen großen infrastrukturellen Quantensprung durchlaufen hat. Die Regierung hat sehr viel Geld in die Hand genommen, über 70 Milliarden Euro in Straßen, Kommunikation, IT investiert und damit dann natürlich auch die Grundlagen für weiteres Wirtschaftswachstum geschaffen. Viele Leute richten ja dann immer den Blick auf die Stadien, die dann so überdimensioniert wirken und sagen, das sind dann die weißen Elefanten, man braucht sie später nicht mehr. Ist das sozusagen sehr verengt, dieser Blick, wenn man nur auf diese Riesenstadien guckt? Ja, ich glaube, die Stadien sind ganz hervorragend geworden, insbesondere die 5 neu gebauten, 3 davon von deutschen Architekten übrigens, sind wirklich Wahrzeichen geworden in den jeweiligen Kommunen, in Durban beispielsweise, in Port Elizabeth, aber auch in Kapstadt. Die Stadien werden nach der WM genutzt, sportlich, aber auch kulturell. Ich glaube, die Befürchtungen sind nicht zutreffend, dass da weiße Elefanten übrig bleiben. Südafrika ist ja ein sehr sportiges Land. Es gibt ja nicht nur Fußball, die Sportart für die schwarze Mehrheitsbevölkerung, sondern es gibt auch noch Rugby. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sollen diese Stadien in Zukunft nicht mehr für alle Sportarten, die Südafrikaner interessieren, genutzt werden. Ja, aber Beispiel Durban, also dieses tolle Stadion, wo die Deutschen ja ihr erstes Spiel hatten, direkt angrenzend ist ein riesiges Rugby-Stadion bereits. Das ist und richtig. Ich habe gerüchteweise gehört, man hätte schon Lampen eingebaut in dem Stadion, sodass man es später als Einkaufszentrum nutzen könnte. Ich weiß jetzt nicht, wie das Stadion in Durban weiter genutzt werden will. Ich weiß, dass es in Kapstadt schon eine Betreibergesellschaft gibt, nicht wahr? Aber ich weiß nur, dass dieses Stadion in den letzten Monaten von 100.000 Touristen besucht worden ist, weil es im Grunde genommen nicht nur ein Stadion ist, sondern auch ein Ort einer hervorragenden Architektur. Nicht? Es gibt, glaube ich, keine vergleichbare Stadion auf der Welt, nicht wahr, das so konstruiert ist. Und ich glaube, man sollte einfach mal diese etwas vorurteilsgeneigten Schwarzmalereien zurückstellen. Wir mussten so viel skeptische und schwarzmalerische Stimmen in den letzten 2 Jahren anhören. Was hat die internationale Presse, auch die deutsche Presse, nicht alles gemunkelt? Die Südafrikaner schaffen es nicht. Die Stadien werden nicht fertig. Die WM wird hier nicht stattfinden. Das Gegenteil ist der Fall. Also diejenigen, die Südafrika in der Vergangenheit so kritisch begegnet sind, würde ich einfach ermuntern und auffordern, diesem Land sich vorurteilsfrei zuzuwenden und eben auch differenzierter. Damit ist fast die Frage nach den Vuvuzelas auch beantwortet. Die nimmt man einfach so hin, oder? Ja, die Vuvuzelas gehören zu der südafrikanischen Fußballkultur. Das ist eine Kultur, die es, wie soll ich sagen, keine jahrhundertelange Tradition hat, sondern eine jahrelange Tradition. Die gehört einfach dazu. Fußball ist hier laut und bunt. Nicht? Wenn Sie ins Stadion sehen, sehen Sie ja, wie die Menschen sich, wie soll ich sagen, also auch wirklich verkleiden, bemalen. Und die Vuvuzela gehört da einfach dazu. Also man kann, glaube ich, auch in deutschen Stadien einfach die Sprechgesänge nicht verbieten. Auch da sollte man mit einer gewissen kulturellen Toleranz an diese Frage hineingehen. Die Sache ist jetzt entschieden. Die Vuvuzela werden in südafrikanischen Stadien nicht verboten. Was in Deutschland passiert, das ist die Sache der Deutschen. Aber man sollte auch da, wie soll ich sagen, so ein bisschen kulturell toleranter an die Dinge herangehen. Ja. Letzte Frage, wenn Südafrika, und das ist ja nicht ganz unwahrscheinlich, ausscheiden sollte, glauben Sie, dass die Weltmeisterschaft dann einen Dämpfer bekommt, auch stimmungsmäßig? Ach, ich hoffe das nicht. Ich hoffe nach wie vor, dass die Südafrikaner die zweite Runde machen.
Aber die Südafrikaner sind vor allen Dingen gute Gastgeber und ich glaube, sie wollen der Welt einfach zeigen, dass auch eine afrikanische Nation so ein großes eigenes schultern kann. Da sind sie auf dem besten Weg und das wird sie sicherlich genauso mit Stolz erfüllen wie ein Erfolg ihrer Nationalmannschaft. Herzlichen Dank, Herr Botschafter. Danke.